So. Hier habe ich schon mal angefangen, Türen rauszuschrauben. Also eins muss man stroben lassen. Verbauen können die unheimlich viele Schrauben. Wahnsinnig viele Schrauben und verklebt und ja. Naja. Mal sehen, wie das hier vorwärts geht. Ich denke eher mal so sehr bescheiden, den ganzen Bums hier rauszureißen, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Da sitze ich wieder in dem tollen RTW. Ja, wir haben gestern angefangen mit rausreißen, den ganzen Bums rausreißen. Das ist eine Scheiße, eine richtige Scheiße. Wie gesagt, Strobel, die wissen, was sie bauen. Das ist alles für die Ewigkeit. Da kommt keiner drauf und denkt sich, ah ja, in 10 Jahren, da kommt einer, der kauft das Ding und da macht dann Camper draus oder ein Van. Nee, so ist es nicht. Ja. Ich habe jetzt schon mal Türen abmontiert und ja. Also, wenn ihr sowas vorhabt, bitte keine Schrauben kaufen. Ihr habt so viel übrig, was da an Müll anfällt. Aber es ist Wahnsinn. Was hier an Müll anfällt, das ist der Wahnsinn. Ein Haufen. Wir haben bestimmt jetzt nur durch diese Arbeiten 4 Säcke voll nur Müll, so Schläuche und ach, so ein Scheiß. Wahnsinn. Aber. Es sind gute Dinge, dass das halt vorwärts geht. Ich werde erstmal den Einschrank rausmachen und euch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und dann werden wir sehen. Ja, die andere Seite ist ja eh ein bisschen komplizierter, weil da muss ich erstmal messen und weil das ja teilweise drinnen bleiben soll. Aber wir machen jetzt erstmal den Einschrank und dann, ja, ein bisschen, ja, so machen wir das. Salü! So. Alles bombenfest. Jetzt bohren wir alles auf. Wir fangen parallel schon hier mal an, alles rauszuklopfen. Ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Naja, eine Stunde ist rum. So, den kleinen Schrank haben wir jetzt rausgerissen. Mit ein paar Wandschäden, wenn man das sieht ja. Naja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also eine halbe Stunde zu zweit hier mit Brecheisen hier rumgemerkt. Wahnsinn. Also sieht man, wie gut der Kleber ist hier. Nur an ein paar Punkten fixiert. Wahnsinn. Naja, muss er raus. Weiter geht's. So, alles draußen. Das war eine Sauarbeit. Hier ein paar Schandstellen. Muss man dann noch nacharbeiten. Ja, Chaos, Chaos. Bodenplatte. Auch verklebt gewesen und verschraubt. Ja, Chaos, Chaos. Hier war der Schrank. Hier war das Gurtsystem. Alles raus. So, und jetzt auch mal die Tage den Schrank noch bearbeiten. Und ansonsten heißt es jetzt aufräumen und alles mal zum Sperrmüll fahren. Ja, so ist der Plan.